Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Spaß mit Manuel. Außer ihr guckt die Folge Beziehungsweise bei Manuel, Tim. dann ist es Minecraft Spaß mit Die Be Tim. Begrüßung bleibt jetzt auch immer so. Du sagst es auch Ja, immer mir genau wird immer so. so lang. Ja. Ja, safe, Digga. Ja, es gibt Dinge, die ändern sich nicht, ne? Nee. Für alles andere gibt es Mastercard oder was auch immer, wie Ja, die ich glaube, Werbung das war geht. Mastercard. So, ja, wir waren auf jeden Fall dabei, hier ein Loch von einem Creeper wieder aufzufüllen, der, ja, mal wieder hier rumgecreept hat. Typisch Nervig. Hast du Creeper. noch direkt zufällig? Komische Frage, Bro. Ich muss kurz einen Zombie töten. So, genau, hier war mein Haus. Übrigens auch schön, die Leute haben auch in die Kommentare geschrieben, dass mein Haus echt hässlich ist. Also danke auf jeden Fall. Ja, Da für ist eure der. Props auch, ne? Hat mich gefreut, dass ihr das Da ist der ebenfalls sehr Support. hübsch findet. Das ist der Support, den wir brauchen. Jetzt muss ich aber sagen, also jetzt, wo ich jetzt gerade nochmal reingegangen bin, also oben feiere ich das auf jeden Fall. Ich glaube, von außen sieht es halt nicht so geil aus, aber das ist mir egal. Ich würde dann sagen, das Haus ist halt abstrakt oder absurd. So eine Mischung aus abstrakt und absurd. Ich glaube, man sagt da nur abstrakt, oder? Ist abstrakt nicht auch irgendwie so absurd? Ist ähnlich auf jeden Fall. Aber abstrakt ist Kunst und absurd ist halt eher negativ belastet. Ah, also willst du sagen, mein Haus ist hässlich? Ja gut, dann weiß ich ja Bescheid. Genau. Och Mann, Digga, dass man nicht schlafen kann, wenn... wollen wir schlafen übrigens, by the way? Oh, Also. ja. Ein bisschen Erde auch dabei. Ich komme mal zu dir, warte. Dann mach ich mal die Tür wieder zu, dass hier wieder Zombies reinkommen. Mal Bei mir gucken. stand aber auch schon, dass Monster in der Nähe sind, also mal gucken. Ich habe aber einfach ganz oft geklickt. Ja. Dann ging's. Okay, das glaube ich, Nee. geht bei dir nicht wahr. Nee, Monster ist nearby. Verstehe ich nicht. Das Spiel muss auch selber checken, so, ja, okay, es kann gerade gar nichts passieren. Ich finde, das ist auch eigentlich safe gerade. Ich meine, klar, ist ein Monster von uns ein paar Blöcke nur entfernt. Ich habe leider auch kein Schwert, um das zu bekämpfen jetzt gerade. Ich habe ein Schwert. Ist, glaube ich, nur dieser Zombie hier. Lass das mal Papa machen. Na, okay, Papa. So. Papa, hier ist noch eine Spinne. Wo? Andere Seite? Hier. Ach, da. Ach, die hängt da. Oh, Die lol. chillt da. Beim Ofen wahrscheinlich, weil es da schön warm ist, ne? Und tot. So, jetzt Bin auch schon hacken. Level 23. Ich sollte langsam mal irgendwas erforschen oder so. So, wunderbar. Regnet wird es natürlich trotzdem noch. Na, weiß man nicht. Irgendwas, ist es überhaupt Nacht? Ja. Ah Weiß ja, man nicht. jetzt ist auch schon. Oh, jetzt können wir wieder die Zombies zu gucken, wie sie Ja. sterben. Junge, das ist jeden Morgen ein toller Ausblick eigentlich. Eigentlich feiere ich die Aussicht sogar. Hier so auf die Bäume zu gucken, finde ich schon ganz cool eigentlich. Also gefällt mir. Ja, Junge, Ja. diesen Baum, der da ist, den habe ich hingepflanzt, ne? Und da ist jetzt auch Ja, einfach ja, ja. von alleine ein Bienenstock, haben sich da angenistet. Junge, der grünfotige Ja, Ding. hier, Wisst ihr, aber was ein Grün für die Natur aber Ja. auch. So. Ja, was So. ist der Plan für diese Folge? Ich weiß gar nicht, was ich machen möchte. So ein bisschen mein Haus einrichten, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, ich auch. Ich muss meinen Dachstuhl noch fertig machen. Und meine Terrasse. Und vielleicht ein bisschen Einrichtungssachen. Ich glaube, das ist so ein gutes Ziel für eine Folge. Ja. Ich denke mal, so wird es laufen. Ja, sonst diese Woche, heute habe ich mein Büro tatsächlich bekommen. Manuel war heute auch das erste Mal da. Ja. Mit. Wir haben, was haben wir denn gemacht? Ein bisschen Die Tische umgeräumt, schon mal ne? ein bisschen umgeräumt, auf jeden Fall, die wir hatten. Ich habe nämlich ein paar Tische übernommen von den vom Vormieter. Ist ja auch deutlich einfacher, als wenn man alles neu kaufen muss. Und Ja, vor allem, es sind halt Tische. Also, ich meine, da gibt es jetzt nicht viel, wo man sagen kann, ja, wir hätten aber gerne solche Tische, weil im Endeffekt naja. muss der Tisch halt nichts machen, außer das, was draufsteht. Klar, wenn das jetzt so ganz alte, abgeranzte wären, würde ich auch sagen, ja, komm, lass mal neue kaufen, so, aber die sind halt noch gut, also. Ja, eben, so und weiß ich nicht. Ist ja auch, ja, was heißt, gut, wie teuer, gut, Tisch kann schon gut teuer sein, ne? Also ein paar hundert Euro bist du da auf jeden Fall schon, denke ich mal, Je dabei bei noch. einem Tisch, wenn das jetzt ein guter ist. Je nachdem, wo Und du ja, den dann die kaufst, gekommen. würde ich sagen, ne? Ja, und die konnte man halt günstig übernehmen, so warum dann nicht, ne? Dann passt das halt und dann ist super. Und dann waren wir noch was essen, Digga. Das war quasi heute der komplette Tag. Ja. Krass eigentlich, ne? Es ist schon 14 Uhr. Ja, stimmt, Eigentlich. das Haus habe ich auch gesehen. Ach stimmt. Und wir waren heute noch in meinem Haus, was ich gerade baue. Ja, sind noch Selbst kurz eigenhändig? vorbeigefahren. Da war nämlich, ja, war nämlich die zweite Decke. Ist da jetzt endlich drauf. Das heißt, auch da können wir irgendwann nächstes Jahr einziehen. Ja. Nice. So, das ist schon mal alles weg. Super. Ach, ich hätte gar keine Ofen bauen müssen. Digga, wie dumm bin ich denn? Oh Mann. So. Zack. Zack. Ja, was ist bei dir so letzte Woche passiert? Was geht so? Was ging Boah, so? Digga, ich bin ja Wurde viel Schrott? krankgeschrieben. Ich habe tatsächlich, ist in meiner Woche überhaupt nichts passiert. Hab's auch schon im Podcast gesagt, Digga, Kevin, du musst heute machen. Ich hatte gar kein Material eigentlich. Ja. Und das hat sich jetzt leider auch nicht, immer noch nicht geändert. Also, ich bin da krankgeschrieben. Wenn du zu Hause bist, dann irgendwie
Das ist zwar schon an sich nice, weil du hast da quasi Urlaub und nichts zu tun so, aber du hast da überhaupt gar keine Einflüsse von außen. Du vegetierst einfach nur vor dich hin. Was machst du denn so den ganzen Tag? Was hast du gemacht? Digga, Einfach nur gezockt oder? war zocken halt Vor allem, viel, viel also geschlafen. was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, du bist, glaube ich, bist du nicht die Nummer 1 bei Legion TD? Nee, also ich war mal Platz 1, ja. Also ich bin eigentlich immer Ja, krass. durchgehend Top 10 auf jeden Fall so. Aber, also es gibt eigentlich zwei Spieler, die sind so richtig krass und dass man mal kurz vor denen ist, ist passiert eher selten. Junge, ja, aber krass, ne? Dass du so zu den Top-Spielern der Welt gehörst, bei so einem Spiel, ist schon krank, finde ich. Ja, und Legion TD wird ja jetzt auch hier veröffentlicht am 1. Oktober. Das ist ja schon bald. Morgen. Morgen, Digga. Morgen, genau zu sein. Morgen ist Ja. offizieller Release. Das war vorher immer quasi Beta-mäßig, ne? Aber was ändert sich da? Kommt da ein neues Update oder? Erstmal kommt eine neue Unit und damit noch die ist eine neue Legion quasi wieder draußen. Und das wird auch bei Steam Kannst du Werbung mir gemacht und Dirt so. geben? Ein was? Dirt? Dreck? Ich habe nur drei Dirt. Danke. Außer du musst in der Kiste mal Nee. gucken, ob da noch irgendwo Habe Dirt ich ist. schon. Da habe ich mir auch deine Diamanten rausgenommen. Alles gut. Ah ja, da. Ach ja, Gott sei Dank. Endlich passt da jemand Ich drauf auf. finde Legion TD an sich eigentlich ganz geil. Ich habe es auch schon bei Warcraft 3 immer sehr gerne gespielt. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es halt immer relativ das Gleiche so, ne? Also Ich finde halt, es ist. du brauchst halt Einheiten und schickst halt, also du hast halt schon so vorgegebene Levels, wo du zum Beispiel schicken musst, wo du weißt, okay, da ist der Gegner halt schwach. Da Aber geht ich so ein finde. bisschen so das Einzelne irgendwie weg, weißt du, dass du sagen kannst, okay, ich mache jetzt hier was ganz Außergewöhnliches, um den Gegner da zu schwächen und dann hau ich da rein. Ja, doch, das ist eigentlich. Also, das Ding ist, bei Legion TD, glaube ich, das macht erst richtig Spaß, wenn du es wirklich komplett durchgestiegen bist. So, da musst du dich richtig reinfuchsen erstmal. Und dann ist es eigentlich nichts anderes als ein erweitertes Schachspiel. Du musst halt überlegen, was machst du jetzt als nächstes für einen Zug, wo baust du was, versuchst du eher offensiv zu agieren oder defensiv zu agieren. So, wenn du das schon gut verstanden hast, hast du da schon noch ein bisschen mehr, ja, mehr Tiefe. Und ich finde das Argument, es ist immer das Gleiche, das kann man eigentlich auf jedes Spiel Ja, anwenden. nein, halt in dem Sinne so, dass du halt immer genau weißt, wann du halt angreifen musst, ne? Also klar, jetzt bei League of Legends ist es auch immer das Gleiche, aber zum Beispiel da ändert sich, also gibt es ja halt viel mehr Helden zum Beispiel und auch jede Bewegung ist ja einfach anders, ne? Du hast ja da schon eher so starr die gleichen Monster, die halt jede Runde spawnen und brauchst ja auch theoretisch die gleiche Stärke halt dafür, ne? Das schon, ja, aber die wird ja, musst ja auch noch was senden, sag ich mal, ne? Das ist ja das, was die Waves dann immer ändert. Also Ja. du sendest ja auch an deinen Gegner direkt immer was mit, so, und dann kannst du ja überlegen, sende ich da jetzt Einheiten, die slowen oder Einheiten, die viel Schaden machen oder Tanks oder so. Was schwächt den Gegner am meisten oder was könnte ihn dann bei dieser Wave am meisten? Also ich finde, das ist eigentlich so eine Art erweitertes Schachspiel, was halt aber auch noch ein bisschen, wie sagt man da, künstlicher, ansehnlicher gemacht wurde. Es hat mehr ein Spiel. Schach fühlt sich mehr an wie komplett Strategie. Und Legion TD fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein Spiel noch, finde ich. Ja, und du willst jetzt durchziehen, oder was? Also Geld verdienst du damit ja trotzdem nicht. Du hast schon irgendwelche Turniere gewonnen. Ich habe durch Turniere tatsächlich schon mal ein bisschen Geld gewonnen, aber nicht viel. Es sind halt immer kleinere Turniere, also was kleinere. Es spielen schon die besten Spieler so mit, aber der erste kriegt halt dann irgendwie $200. Ja, ist ganz nett so, aber jetzt Ja, gut, aber nicht. ich weiß nicht, für ein Spiel, was nicht mal draußen ist, finde ich 200 € schon okay. Also. Ja, ich muss jetzt also mal gucken, wie viel das bringt. Wie gesagt, die releasen ja jetzt auch und wollen halt größer werden und machen viel Steam-Werbung, weil es ist richtig viel Geld investiert worden, dass halt dann das Steam-Frontpage das irgendwie für eine Woche oder so ist. Und da hofft man halt, sich eine größere Spielerbase erstmal ranzuholen und dann, ja, mal gucken, ne? Ich finde schon, dass das Spiel auf jeden Fall Potenzial hat. Hast du da auch richtig Kontakt mit den Erstellern vom Spiel, oder? Ja, was heißt richtig Kontakt? Also man kennt sich so, man ist auch per Du miteinander. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt mit dem abhänge oder so. Würdest du gerne mit ihm abhängen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind so richtige Nerds. Das ist Programmierer halt, ne? Ja. Ja, So. aber auch krass, ne, dass man mit so einer Idee halt so viel Geld verdient, weil das Spiel gab es ja einfach schon. Das ist ja jetzt so hart gesagt, sage ich mal, haben die das ja einfach übernommen von Nee, Warcraft tatsächlich. 3. Also ja, tatsächlich richtig. Aber, also Lisk, also es Nee, gibt. aber ja, naja, doch. Es gibt, also die zwei Developer sind Lisk und Jules. Und Lisk ist tatsächlich der damals in Warcraft 3 den Legion TD-Modus programmiert hat. Also er ist Echt, tatsächlich okay. der Erfinder von dem Spielmodus auch. Okay, das ist krass, ja. Und er hat halt, deswegen heißt es auch Legion TD 2, weil es jetzt quasi dann so ein eigenständiges Spiel ist und nicht mehr die Legion TD-Version aus Warcraft. Ja. Und dann finde ich es eigentlich legitim, weil der hat das halt wirklich erfunden Ja, das damals. ist auch okay. Wir würden es auch so okay finden. Also,
Ich sag mal, Dota war ja früher auch nur so ein Modus in Warcraft 3 und ist ja dann erst zum richtigen Spiel geworden, Ja, genau. ne, Also nachdem Wolf das gemacht hat. muss halt Also. nur da jemand weil sagen wir mal, die Idee ist halt schon mal wichtig. Und wenn das der mit der Idee nicht umsetzt, dann muss es halt jemand anders machen. Ist halt so. Ja, selber schuld, Digga. Wer so dumm ist. Aber es ist, glaube ich, schon oft passiert, dass irgendjemand einfach, also es gibt ja viele Storys so von Leuten, die irgendwie eine richtig geile Idee hatten und dafür nichts bekommen waren. Es war zum Beispiel auch ich mit dem Erfinder vom Fidget Spinner so. Ich glaube, der hat 50 Euro oder $50 für das Patent bekommen von den Fidget Spinnern. Stell dir mal vor, du Das hast war einmal. doch irgend so eine Frau, die hat doch irgend so, die Ja, hatte irgendeine irgendwie. Krankheit, weswegen die nicht richtig spielen konnte. Und dann hat die das erfunden, um damit ihrem Kind oder Enkel oder whatever das Ja, spielen zu können. genau. Und Ja. dann überleg mal, der hat das Patent einfach, ich weiß jetzt nicht genau, also nagel mich nicht drauf fest, so, aber ich glaube, es waren 50 Euro oder Dollar oder so. Und der das Patent gekauft hat, der hat damit halt Millionen gemacht, ne? Ja, Mann. Das ist so eine ganz Ja. andere Dimension. Ja, schon wirklich krank, ne? Vor allem, wenn man überlegt, die Fidget Spinner waren ja auch, keine Ahnung, gefühlt 2 Monate oder so oder 3 Wochen waren die richtig gehypt und dann einfach so gar nicht mehr. Finde Ja. ich auch krass eigentlich, ne? Dass es dann so gar nicht mehr war irgendwann. Ja, was heißt gar nicht mehr? Ich glaube, der Markt ist schon noch da. Also gerade für so Patienten, sage ich mal, für so ADHS-Kinder oder sonst irgendwas, ist es sicherlich irgendwo immer noch nützlich. Aber der Hype ist halt auch viel durch diese heutige Zeit kreiert, durch YouTube, Social Media und so, ne? Ja, aber ich weiß auch, wo wir waren noch mal unterwegs oder so und in jedem Laden gab es dann hier so diese Fidget Ja, Spinner und stimmt. bei Amazon gab es auch immer so diese ganz besonderen. Ich habe mir dann auch so richtig krasse so geholt, die so richtig besonders waren und so. Ich weiß noch Es waren Superman Dennis, schon. Alter, wie er geflext hat mit seinen. Ja, hier habe ich noch so einen krassen leuchtenden, Alter, der ist richtig heftig, Ja. Mann, ultra rare. Also Und beschweren dann. kann ich mich da normalerweise eher weniger. Ultra rare. Und dann guckst du so nach. Bei Amazon kostet er einfach 2,49, so noch 50.000 auf Lager. Ja, Ja. Digga, ultra rare, super glitzern. Aber was ich mich wirklich frage, ist, wie viele Leute damit pleite gegangen sind, weil das war ja halt wirklich nur so ein paar Wochen, sage ich mal, gehypt und dann ja gar nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es schon einige gegeben hat, die da irgendwie so einen Laden aufgemacht haben oder so mit und die damit schon so ein bisschen dann aufs Maul geflogen Ah, sind. es ist bitter. Stell dir vor, du hast einfach einen Fidget-Spinner-Laden. Ja, vielleicht kein Laden, ne? Aber wenn du die jetzt irgendwie so gekauft hast aus dem Ausland oder so und dann. Ja, klar. Wenn du da denkst, so, ja, ich verkaufe jetzt gerade aktuell 50 Stück am Tag, jetzt kaufe ich mal 50.000 und dann auf einmal werden es halt nicht mehr verkauft, dann hast du halt ein paar Kisten vorher mit Fidget-Spinnern zu Hause rumstehen. Ja. Und jetzt die noch loswerden, wird halt schwierig. Ja. Ja, Ich gut. benutze meinen noch, aber ich würde mir jetzt auch keinen neuen mehr kaufen. Also irgendwie sind out. Ich habe Hast tatsächlich du. keinen mehr. Ich hatte mal einen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Und ich würde aber, glaube ich, einen benutzen. Also ich würde vielleicht sogar einen kaufen, aber ich weiß nicht, wo es die gibt. Hast du Gravel? Gravel? Gravel. In meiner Kiste, auf jeden Fall nicht dabei. Ein Gravel überhaupt, Alter? Gute Frage, ey. Ich Na, weiß das ist nicht. das, was du noch, was, wenn du unten unter Erde Ach, stimmt, das ist buddelst, das, ne? das, was noch nach unten fällt dann immer. Was mit der Naja. Schaufel abbaust. Ja, Aber dann, ich glaube, habe ich ich habe leider alles nicht. weggeworfen. Habe ich leider nicht. Entweder wurde es weggesprengt oder ich hatte keins. Aber ich glaube, es wurde weggesprengt bei mir. Dann werde ich nämlich nochmal in eine Höhle gehen, weil das ist so das nächste, was ich brauche. Wollen wir kurz schlafen gehen? Weil jetzt gerade bin ich noch da. Ja, wir können einfach nochmal zusammen in der Höhle, weil ich habe auch kein Eisen mehr. Ich bin gerade mit einer Holz, Axt unterwegs. Ja, perfekt, dann lass es machen. Dann lass mal vielleicht nochmal ein bisschen Eisen und so sammeln. Beziehungsweise Gravel und was man sonst noch eventuell unter Erde. Oh, Digga, mich verfolgt eine Spinne. Musste sowieso erstmal töten. Oh, jetzt mit Zaun, ja? Ja, Kleiner klar. Vorgarten. Ja. Oder habe ich mir was überlegt hier? Ich habe hier Besuch. Ja, kannst du behalten. So, wir hatten hier vorne. Boah, das gucke ich mir von außen an. Ja, ich Oh, hab nur Digga, nicht. heftiger Kampf hier. Heftiger Kampf hier, meine Freunde. Mit der Im Vorgarten. Faust. Oh, da kriegt nochmal einen ab. Oh, das ist knapp. Das wird knapp, meine Freunde. Es sieht gut aus. Manuel haut hier ein paar gute Hits. Die Spinne Oh, die kommt gerade Combo. nicht mehr ran und sie Ah. fällt. Sie fällt. Mit der Okay, okay. Batista-Bomb noch den Finisher gemacht und dann. Komm raus, Manuel. Ich mach dir die Tür zu. Ich glaube, bei dir in der Nähe, da war sogar ein Haus, glaube ich. Eine Höhle, oder? Soweit ich weiß. Achso, Müssen wir wollten wir mal gar nicht ab. gucken. Ich dachte, wir warten, bis Nacht ist. Wir schlafen nochmal, aber. So, ja, wenn wir in die Höhle gehen, macht das keinen Unterschied. In der Höhle Stimmt spawnen die ja allerdings. Aber sowieso. hier war doch so ein. Eine Hexe! Oh mein Gott, Digga, das ist krank. Was soll ich machen? Ich habe halt eine Holzaxt. Ha! Nein! Oh, Digga! Ey! Das war knapp. Das war richtig knapp, ey. Hast du den Baum gekillt? Hä? Nee. Da war irgendwie Hä? ein Holz dabei. Aua, Mann.
Ey, ich finde Skelette sind die nervigsten Viecher in Minecraft. Ja, ist echt Viele so. würden Creeper sagen, aber ich finde die, Die dadurch, halten dich dass sie halt so auf auf Range. Entfernung halt, ja, Ja. hier. Ach hier, lol, da schwebt jetzt ein Baum wegen dir, ey. Ich habe Holz zu Hause. Wir machen das wieder dran. Oder du machst es wieder dran. Wir haben Holz zu Hause. Holz Ja, zu komm, lass kurz Hause. schlafen, Digga. Habe ich keinen Bock drauf hier auf die Scheiße. Meine Güte. Da ist auch eh keine Höhle, also wir müssen eh woanders hin. Dann lass kurz pennen. Ja. Glaube ich, einfacher. Gut, dass ich auch immer noch kein Bett habe und ich immer bei dir schlafen muss. So. Da mein Ferienhaus nur. So, oh, geht sogar. Oh, perfekt, ja. So, ja, Manuel, jetzt wo du das erste Mal das Büro gesehen hast, was ist deine Meinung? Statement? Finde ich auf jeden Fall nice. Ich habe es mir sogar noch ein bisschen kleiner vorgestellt. Also es ist schon eigentlich echt relativ groß auf jeden Fall. Für den Anfang wird es auf jeden Fall zu groß sein. Aber wie du schon gesagt hast, wenn wir größer werden wollen oder du größer werden willst, ist natürlich sinnvoll, wenn es wenn ein bisschen mehr Potenzial da ist. Ja. Raumaufteilung, Idee finde ich auf jeden Fall gut. Ist ja jetzt irgendwie noch ein bisschen schwierig, das sich vorzustellen, wie es dann später mit voller Einrichtung und so, weil jetzt hat jetzt alles leer, ne? Da stehen halt jetzt ein Ja. paar Schreibtische rum und das war's. Ja. Wo bist Ja, du ich will hin? auf jeden Fall dann. Ah, ich bin hier bei deinem Haus da lang gelaufen. Aber ich Okay. will da jetzt auch so schnell wie möglich dann starten. Ja, ich Dass man da glaube, das direkt geht dann dann auch alles loslegt. relativ fix, wenn die Möbel dann mal da sind und so und die PCs. Ja. Ah, erstmal hier noch. Dann glaube ich, geht das relativ fix. Dicker! Warten. Wo? Mann! Vor allem dieses Tag, hallo. So, kommst du mit? Ja. Aua! Von Ja, wo? irgendwer schießt da. Ja, keine Ahnung. Ist es ein unsichtbares Skelett? Ja, komm, wir rennen einfach weg. Ja, ich glaube, wir haben auch da richtig Bock durchzuziehen. Und ja, bin nochmal gespannt, wie das dann wird, ne, mit den Boys und so. Ja, das Das finde ich halt einzige, was auch. halt das einzige kleine Problem, was wir halt noch haben, ist, wir haben ja so einen Raum für so Gameplay-Aufnahmen und so studiomäßig, aber es halt halt komplett in den Raum rein, weil da nur so Gips-Trockenwände halt drin sind. Ja. Und ja, müssen wir mal gucken, ne? Hier ist Aber ich werde da Gravel. wahrscheinlich. Hast du eine Schaufel? Das ist kein Gravel. Ne? Oh. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Aber da werde ich wahrscheinlich einfach hier so eine extra Firma dafür einfach dingsen, dass man auch direkt was Richtiges hat, bevor wir irgendwas machen und am Ende klappt es nicht. Ja, oder also wir haben halt Glaube ich irgendwie eher. geguckt mit Raumdämmung und so und es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen Raumhall und boah, was war das andere nochmal? Körperhall. Ja, Körper, stimmt, Körperhall und so. Und dann, wir wissen ja gar nicht, was wir überhaupt absorbieren müssen und so. Und ja, deswegen lieber eine Firma das ordentlich machen lassen. Ich glaube, Raumhall ist halt, wie es halt im Raum halt und Körperhall wahrscheinlich, was von außen kommt, schätze ich, könnte ich mir vorstellen. Was würde Sinn machen? Ja, doch. Weil das ist ja dann als gesamter Körper, wie sehr der gesamte Körper halt und wie sehr der Raum innen halt. So könnte man das deuten, auf jeden Fall. Man hätte zwar auch einfacher schreiben können, aber naja. So, super, ich sehe hier Das sieht gar doch gut nichts. aus, oder? Boah, ich sehe hier wirklich nichts, ne? Also Warte, kann ich das ohne noch? Shader sieht man ganz gut was. Okay, das ist schon mal nix hier. Vielleicht mache ich den mal raus. Geht das überhaupt? Video-Settings? Shader? Machen wir mal off. Oh ja, das sieht ein bisschen größer aus. Das ist eine Hoffentlich richtige spielt das Höhle Spiel jetzt hier. nicht ab. Naja, gut, man sieht auf jeden Fall mehr als vorher. Können uns ja mal Fackeln bauen. Ich habe halt nichts mehr jetzt. Ich bin auch gar nicht gut vorbereitet auf die Aktion hier. Boah, ich habe extra meine Sachen mitgenommen. Hier geht es aber auch nicht weiter. Wollen wir uns einfach runtergraben, weil. Würde ich auch sagen. Gehst du vor mit der Diamantrüstung und Ja. so? Wie ja? Ich dachte jetzt, das wird so ein Ah, Höhle richtiger. gefunden, lol. Oh lol. Ich dachte, das wird jetzt so ein richtiger Ah, Streit. jetzt geht's hier wieder nicht weiter. Das ist Gravel, oder? Ja, Mann. Ah, perfekt. Nehme ich mal was mit hier. Das sind so Sachen, wo man nicht denkt, dass man sie braucht, aber dann später braucht man sie ja plötzlich doch. Hast du kurz zwei Steine für mich, damit ich, ne, drei, damit ich mir zumindest mal eine Ja. Steinspitzhacke machen kann? Aber das überhaupt Sinn, dann in eine Höhle zu gehen, wenn du nicht mal Eisensachen hast? Ja, gut, Deswegen, ohne Eisen ist das will ich eklig, ja jetzt ne? holen, das will ich ja jetzt nachholen. So. Okay, was haben wir denn hier alles? Ja, aber sofort die nächste Höhle gefunden hast. Du bist ein richtiger Höhlenaufspürer, Ja, vielleicht habe ich auch alleine gespielt und habe geguckt, was so geht, weißt ey. du? Ja, so einer bist du also. Ey, hier ist direkt auch die nächste Höhle nochmal. Oh, hier geht sogar sehr weit runter, perfekt. Ich bin da schon mal unten. Alter, ey, ich habe irgendwas Krasses gefunden, Digga. Ist das so ein Dungeon-Level? Weiß ich nicht. Komm mal. Was ist das? Was sind das für Steine? Das ist.
Dripstone Block. Was ist das denn? Drip, Alter. Drip, drip, drip. Hier wird gedrippt. Digga, ich habe irgendwas Ultrakrankes gefunden. Ich habe auch meine Fackeln da gelassen. Das war natürlich auch wieder Top 10 kluge Dinge, die ich jemals getan habe. Hier. Ich bin einfach hier, da hinter dem Gravel ist so ein Weg nach unten. Oh, Junge. Das ist aber auch hier schwer zu sehen. Ich glaube, ihr seht sogar ganz gut. Also zumindest bei mir sieht das so aus. Ja, warte, vielleicht geht es besser, wenn du hier ein paar Fackeln hinmachst, wa? Ja, danke. Ah, das ist wieder dieser komische Stein, von dem wir letztes Mal schon nicht wussten, wie er heißt. So. Ich muss diesmal genug Eisen mitnehmen, auf jeden Fall. Ohne einen Stack Eisen gehe ich hier nicht raus. So, wie kann man die mitnehmen? So schon mal nicht. So auch nicht. Wie kann man die mitnehmen? Du hast eine Diamant. Also, wenn es mit der Diamant nicht geht, dann vielleicht irgendwie anders. Mit der Schaufel, oder? Ah, vielleicht musst du den Stein abbauen, das kann sein. Kannst du hier nochmal eine Fackel hinsetzen? Ich habe nämlich gar keine mit. Junge. Richtig groß. Aber was ist das denn? Ist hier jetzt irgendwas Krasses oder war es das schon? Tropfsteinhöhle oder so. Und ich glaube, das ist einfach Natur, also so Natur halt, so das halt darstellen. Also jetzt kein Dungeon oder sowas. Schade. Ich hoffe, dass wir eine Mine finden. Ich finde Minen in Minecraft am geilsten irgendwie. Ich weiß nicht, dafür stimmt. Da können wir auch ein paar Schienen mitnehmen gleich. Ja. Boah, wir müssen auf jeden Fall eine Tuff-Tuff-Bahn, die so durch die Stadt dann fährt irgendwann mal. Ja. Sightseeing. Also ich habe sowas immer gerne im Untergrund gemacht. Hier irgendwie mit Kollegen einfach immer weiter entfernt gebaut. Da habe ich immer alles unterirdisch irgendwie mit. Das wäre auch cool, so S-Bahn-mäßig. Bauen wir so S-Bahn-Stationen rein. Ist auch richtig mittelalterlich. Ja. Gut, wer weiß, ob es die gab oder nicht, ne? So, ja, die alten Ägypter hatten irgendwie alles. Wusstest du, dass die alten Ägypter einfach Energie, Strom hatten? Schon 2000 Jahre oder 5000 Jahre, bevor es wir erfunden haben? Nee. Es gab so. Hat man auch nicht erfunden, sondern das wurde entdeckt. Ja, entdeckt, ja. Es gab sogenannte Bagdad-Batterien. Das war irgendwie so mit Kupfer und Eisen ineinander und dann hat man halt gefunden in so alten ägyptischen Ausgrabungen Gedöns und da wird halt die Stromspannung gemessen und man weiß leider nicht genau, wofür das benutzt wurde. Man denkt aber, dass man das so an Statuen gemacht hat, damit, wenn man die anfasst, so einen Stromschock bekommt und einfach damit die nicht vandalisiert werden oder so. So klug eigentlich auch, ne? Die haben einfach damals schon ihre Statuen unter Strom gesetzt. Die hatten aber leider nicht verstanden, was Strom noch für Möglichkeiten gehabt hätte. Ja. Aber stell dir mal vor, die hätten das damals einfach schon. Ich glaube, dann gäbe es uns gar nicht mehr, oder? Weil dann wäre nämlich der Klimawandel längst schon. Gäbe es auch Ottomotoren und so viel früher. Und ich glaube, dann wäre der Klimawandel schon längst so hart gehittet, dass wir dann einfach jetzt schon nicht mehr da wären. Gute Frage, wie das alles so aufeinander aufbaut, ne, würde ich sagen. Also stell dir vor, es wäre einfach vor 5000 Jahren. Das war ja aber auch ein Volk für sich, ne, voll viele Technologien sind ja auch untergegangen. Das Römische Reich war ja auch mega fortschrittlich. Ja, da habe ich auch mal eine Doku gesehen, das fand ich auch super interessant, wie viel Wissen einfach im Laufe der Menschheitsgeschichte schon zerstört wurde. Ja. Wo man sich einfach denkt, ja cool, ihr habt das Land jetzt eingenommen. Es wäre jetzt mega klug, das Wissen zu übernehmen. Ja, man könnte aber auch einfach die Bibliothek abfackeln. Herzlichen Glückwunsch. Nee, weg damit, das wollen wir nicht haben. So, wer braucht denn schon Wissen, Alter? Weg damit. Wir wollen Steaks und. Cringe, Bro. Keine Ahnung. So. Na, ich war klug, ich habe kein Holz mitgenommen. Hast du eine Werkbank? Ich muss mir mal Fackeln machen. Es ist so dunkel, wirklich, ich sehe gar nichts. Ich habe Holz auf jeden Fall. Was machst du eigentlich seit 10 Jahren hier unten? Ich habe alles abgebaut, was da war, ne? Hier, Bro. Danke, Mann. Ich brauche auch Sticks. Aber gar kein Holz. Ach so. Wie komme ich jetzt am besten hier rüber? Also. Hopp. Hier ist es Sticks und auch ein bisschen Holz. Sollte eigentlich reichen. Ehre. So. Ich auch, dass ihr was zu gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Finden wir überhaupt wieder zurück? Ja gut, wir haben zumindest die Quartz. Naja, zur Not können wir uns ja auch einfach umbringen, ne? Dann machen wir da, wo wir sind, machen wir eine Kiste hin mit den Sachen rein, lassen uns töten und dann holen wir die ab. Darf nur das Bett nicht wieder abbauen, weil sonst spawn ich wieder am Spawn. Das war letztes Mal nicht so. Und du darfst auch kein Bett berühren, weil sonst ist da auch der Spawnpunkt gesetzt. Ehrlich? Okay. Ja. Ja, was sagst du denn selber zu deinem Büro eigentlich? Bist du so 100% zufrieden damit oder hast du so Punkte, wo du auch sagst, das könnte besser sein oder so? Ja gut, das Einzige, was halt nervt, ist halt das mit dem Hall, ne? Das ist schon alles wirklich extrem halt, weil wenn man halt in dem Raum sitzt, also da möchte ich halt so Livestream- und Gameplay-Aufnahmen machen und man hört halt komplett alles, wenn jemand links oder rechts im Raum irgendwie redet und ich weiß, ihr habt jetzt ja auch nicht geschrien oder so,
Ja. Das ist das Einzige, was mich stört, aber ich schätze mal, dass es da auch locker, wenn du da eine Fachfirma beauftragst, also locker gibt es da eine Möglichkeit, dass es halt nicht so ist. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ansonsten bin ich komplett zufrieden damit. Also ist vielleicht etwas zu groß. Bei den einen Raum nutzen wir zum Beispiel erstmal auch gar nicht, aber ne, ich habe dann jetzt lieber schon mal was Größeres, damit ich, wenn ich in Zukunft auch größer werde, auch da trotzdem weitermachen kann. Das Ding ist, was man Als dazu dass ich. sagen sollte, was halt da anders ist, als wie wenn du jetzt eine Wohnung mietest, ist, du musst das, glaube ich, für 5 oder für 3 Jahre mindestens nehmen. Und das ist halt schon so ein gewisses Commitment. Das ist so nicht wie Miete, wo du einfach sagen kannst, ja, ich kündige zum Ende des Monats hin so. Ja. Sondern du musst halt dafür schon committen. Und wenn wir jetzt irgendwie ein kleines Büro nehmen und in 5 Jahren reicht es halt nicht mehr, dann haben wir halt ein Problem, weil du hast es halt noch gemietet. Wobei es aber auch immer drauf ankommt. Es gibt auch einige Büros, da gibt es keine Mindestlaufzeiten. Da kommt halt darauf an, wie. Ja, seriös, mit Seriosität hat es nichts zu tun, aber wie groß auch der Anbieter ist. Also jetzt, wo ich bin, zum Beispiel, ist ein sehr großer Anbieter. Und dadurch, dass das Büro ja auch sehr groß ist, wollen die natürlich auch jetzt jemanden haben, der es länger hat. Weil theoretisch müssen die das ja immer beim Mieterwechsel wieder auf Vordermann bringen. Ne? Also Ja. hier malern und sauber machen und so weiter. Und macht natürlich einen Unterschied, ob du das halt alle 2 Jahre machen musst oder alle 6 zum Beispiel. Ne? Also. Ja, und die haben halt auch relativ viele Büro. Das ist ein richtiger Komplex eigentlich. Das sind so mehrere Gebäude. Oh Junge, hier sind 5 Zombies oder so. Ey, bei mir auch gerade gewesen. Ja, genau. Weil die haben halt wirklich da relativ viel Verwaltungsaufwand und so weiter auch. Und die wollen natürlich jetzt auch nicht, dass jeder hier dann geht und kommt, wenn er Lust hat, sondern dass das schon, dass sie da feste Mieter haben, ne? Ja. Ist halt im Interesse des Vermieters einfach nur, sage ich jetzt mal. Ah, ich bin schon richtig gehypt darauf, ey. Ich Ja, freue ich mich habe schon auch mega richtig Bock. so, da schön morgens in der Arbeit, erstmal bei dir kurz reingucken, moin Chef, dann mache ich mir einen Kaffee noch. Weißt du so, das ist einfach geil. Ich bin auch mal gucken, wann wir das starten können. Ich habe jetzt schon die ersten Sachen bestellt, auf jeden Fall. Nehmen wir Das Gute ist, Tischtennisplatte. ich bin sogar ehrlich gesagt halt froh, dass wir das nochmal geändert haben. Das Ding ist, eigentlich war das Aufnahme. Also der Aufnahmeraum war eigentlich ein anderer, als wir jetzt nehmen. Weil das, gut, das ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen aufregt, dass die Wände halt nicht so normal viereckig sind, sondern du hast halt in manchen Raum hast du so einen Balken drin zum Beispiel, der halt so ein bisschen hervorsteht oder zum Beispiel in dem eigentlichen Studio, was wir hatten, so 30 Zentimeter an der linken Wand ist halt so, die Wand ist halt so 0,6 Zentimeter dicker einfach. Ach so, ja, da Ich weiß nicht verstehe ich warum. aber auch So, nicht. Was ist da ja. passiert? Warum hat man das Ja. gemacht? Was hat man sich dabei gedacht? So, das macht so überhaupt keinen Sinn. Und ich hätte halt jetzt quasi die Kuchentalks einfach halt trotzdem an der Wand halt aufgenommen. Aber halt direkt, also man hätte halt immer dieses, ja, dieses, das halt gesehen, dass es also es halt nicht gleichmäßig ist so. Und das Ja. hätte mich schon ein bisschen getriggert, so muss ich sagen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt einfach den anderen Raum genommen haben. Der ist vielleicht minimal kleiner, aber für das, was wir da machen wollen, reicht der halt trotzdem komplett. Ist auch ein Ich sag bisschen mal zur Not. abgeschottet da, weil bei einem Tim und Timmy für Video kann es natürlich schon eher mal passieren, dass mal jemand rumschreit und das könnte die anderen ja dann stören. Und das ist der einzige Raum, der so ein bisschen abgeschottet ist. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut auch so. Ja, und ich sag mal, zur Not kann man ja den anderen Raum auch mal dafür nutzen, wenn man jetzt merkt, das wird nichts, dann Ja, eben. haben wir ja 2 Studios, das passt auch, ne? Leute, ich baue die ganze Zeit Gold ab und merke gar nicht, dass es nicht funktioniert. Also es verschwindet halt einfach mit der Steinhacke. Geil, ich habe schon Smaragde gefunden, 2 Stück, ne? Junge, Junge, der Bin ich. smaragdsuchende Boss hier. Ach so, das bist du. Du bist es. Sagst du es denn nicht gleich? Ja, wenn wir übrigens da starten können, falls irgendwer hier überhaupt noch zuguckt nach einer halben Stunde. Internet ist schon bestellt. Das hast du jetzt gerade noch vergessen, weil du gesagt hast, ich habe schon die ersten Sachen bestellt. Die allererste Sache, die bestellt wurde, war einfach eine Ja, Mann. Tischtennisplatte. Ja, Tischtennisplatte, dann haben wir gleich Mooswände bestellt. Ich weiß nicht, ich feiere so Mooswände einfach mega. Ich finde, das hat einfach was, so ein bisschen so naturmäßig. Ist auch, Ja, da muss je man nachdem, was für ein aber. Moos, ist das, glaube ich, auch gut für die Luft. Ich glaube, das lebt noch sogar. Ich kannte das aber gar nicht so. Also ich habe mir, du meintest ja, wir wollen hier eine Mooswand hin. Erst dachte ich, mein allererster Gedanke war ja, ihr verarscht mich jetzt gerade. So. Wie, ihr wollt eine Ja. Mooswand hin? Aber als ich dann das gesehen habe da bei Amazon oder wo du das gezeigt hast, dann habe ich es verstanden. Also vielleicht einfach mal bei Amazon Mooswand eingeben. Dann wisst ihr, was damit gemeint ist, weil ihr gerade auf dem Schlauch steht, so wie ich beim ersten Mal hören. Ja, also ich finde das cool, ich weiß, ich feiere das. Und Ja, safe. Safe. Hat das habe was. ich bestellt, ja, und so Sitzsäcke halt, ne? Ich weiß ja eigentlich, ich brauche, also für den Anfang brauchen wir auch gar nicht so viel, das ist das Ding. Du musst halt auch nicht irgendwie unnötig viel Kram kaufen, weil, ja, wie du sagst, das, was wir brauchen, hat erstmal Vorrang. So, und Ja, das sind halt und. PCs und meine Schreibtische sind da, Stühle sind da. Ja, ne, was brauchen wir Ja. noch groß?
Ja, halt PCs und ja, die Aufnahmeecke muss halt alles eingerichtet werden, so, ne? Also das Studio quasi. Das ist halt das Wichtigste. Und der Rest, also, ne, wir wollen ja auch das wohnlich machen, ne, mit Kanu Pflanzen oder so. Klar, das kommt auch alles, aber muss man halt nicht sofort machen, ne, sondern kann man auch sagen, okay, macht man halt so währenddessen mal, dass man mal sich einen Tag Zeit nimmt oder so, dass man mal da Ja, irgendwelche eben. Pflanzen kauft oder so. Eben. Oder das kann man eigentlich outsourcen. Ich finde, das bin ich so ein, da bin ich Freund von positiven Sexismus. Sowas machen Frauen einfach besser als Männer. Ist einfach Fakt. So Sachen einrichten, dass es am Ende dann wohnlich aussieht, das schaffen Frauen einfach besser als Männer. Ja, safe. So, und Also ist vielleicht bei kann mir und man. Gina auch so. Genau, und da dachte ich auch, ich dachte auch gerade an Gina, so vielleicht einfach mal Gina beauftragen, ob sie vielleicht ein paar Pflanzen kaufen möchte oder was ich was aussuchen möchte. Ich glaube, sie hat da noch ein besseres Auge dafür, als wir Boys das hätten. Ja, ich hab mit dir schon abgemacht, dass sie das macht. Also das ist auch schon Ja, safe. okay, nice, nice. So. Aber machen wir Montag in der Früh mal so ein Wochenmeeting, so eine Besprechung. Ja, können wir So, diese machen. Woche steht an. Ja, das gleiche wie immer. Naja. Spaß haben. Ich habe Diamanten gefunden, sehr cool. Ich wäre Naja, schon froh, meinetwegen, wenn ich mich ja. selbst finden würde. Diebe Musik. So, ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Ich war jetzt aber auch immer so dekadent und habe mir einen Iron Sword gemacht. Ui. Weil hier sind Er nutzt schon. die Höhle aber auch komplett hier. Ja, da sind so viele Monster hier. Ist schon fast nervig. Geht schon in die Richtung nervig. Ich will ja eigentlich nur Eisen hier mitnehmen. Ich wollte eigentlich nur Gravel, das habe ich aber Junge, schon. diese Creeper immer. LOL, was sind das denn? So, mich greifen so komische, pelzige Würmer an. Dicker, was ist mit Diese Hölle denen? ist reloaded. Wie stark die auch sind. Junge, ich bin fast tot. Holy shit. Jo, man findet, ich finde jetzt hier immer wieder das Markt, aber immer nur einen. Als ob da nicht mal irgendwie zwei oder drei sind. Was ist das denn? Okay, gucke ich gleich. Was ist denn das? Marder oder was? Was lebt denn so? Da sind die Zwerge. Die sind auch mega stark. Ich brauche mit dem Eisenschwert einfach 20 Schläge, um so ein Ding zu töten, was so groß ist wie mein Schuh. Puh. Okay. Das waren, glaube ich, Termiten oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, ich weiß nicht, was es alles gibt. Mein Gott, habe ich halt vor 8 Jahren mal aktiv gezockt, da gab es sowas noch nicht. Da gab es sowas auf jeden Fall nicht, ne? So, hier schön umgucken. Ach Leute, hier waren wir anscheinend schon. Oder du? Was aber, glaube ich, auch witzig werden könnte. Also aktuell ist es ja quasi du und Freunde, ne? Die Firma, ne? Ja. Wenn ich mir so vorstelle, wenn irgendwann mal wirklich, wenn wir dann sagen, okay, wir brauchen jetzt mehr Mitarbeiter oder du brauchst mehr Mitarbeiter, dann einfach mal irgendwie so, dass Leute Bewerbungen dann schreiben und du musst dir dann so die Bewerbungen durchlesen. Ah ja, Ja, okay, Mann. Realschulabschluss, naja, hier, na, Englisch war nicht so gut, aber ist es nicht so wichtig? So, ja komm, laden wir ein zum Vorstellungsgespräch. Das ist einfach ein Vorstellungsgespräch. Ja, Mann. Guten Allein das Morgen, Thema. was sind Ihre Ja, so Stärken ich. und Ja, Schwächen? was machst du so? Was geht so bei dir? Was läuft? Ja, von ich glaube, du hattest es ja auch gesagt. Eigentlich wäre es echt cool, habe ich mir auch schon so überlegt gehabt jetzt, also nachdem du das gesagt hast. Ich habe ein So Ding gefunden. Praktikanten wäre eigentlich geil. Ein Praktikant wäre geil, ja. Ich habe hier, wie heißt das? Eisenbahn, Höhle, Mine Echt? gefunden. Ja. Scheiße, warte, ich komme. Soll ich dir einfach die Koordinaten sagen? Weil das finde ich, weiß, ich habe keine Ahnung, wo du bist, ne? Warte, sehe ich deinen Namen irgendwo? Ich glaube nicht. Ich bin auf jeden Fall auf Höhe 33. Also ich glaube, ich bin über dir. Wenn du gerade Diamanten gefunden hast, Ja, bin ja, ich safe ja. über Du dir. musst über mir sein. Sehe deinen Namen aber auch gar nicht. Wie sind denn die Koordinaten? Warte, ich lauf mal gerade zurück erstmal, kurz, weil ich weiß ungefähr, wo ich vorher gewesen bin. Nee, hä, wo bin ich denn hier jetzt? Scheiße, Digga. Oh, das war größer als ich dachte. Auch erst sah es nur aus wie ein Gang, aber da hinten geht's weiter. Warte, nicht ohne mich gucken. Nee, ich Warte warte. doch. Ich Da ist mal warte. keinen Sinn zu warten, weil sonst geht bei dir in der Folge nichts, aber ich will trotzdem auch was looten. Ja, die meisten, oder ich habe von ein paar Leuten auf jeden Fall gehört, wenn sie das gucken, dann machen sie meistens beide Videos einfach an, muten eins und so zwei Bildschirme, dann siehst du, was der eine und der andere macht und kannst halt ganz normal zuhören. Das ist Okay, das ist echt geil, ja. eigentlich ganz clever. Von daher gucken sie jetzt einfach auf den anderen Bildschirm dann so lange. Aber ich sag jetzt einfach mal die Koordinaten, weil das findest du nicht. Ich habe mich auch in irgendeine Richtung gebuddelt.
Ach so, ja, okay. Ich hab gehofft, dass ich deinen Namen finde, weißt du? Wenn ich deinen Namen sehe, dann weiß ich ja, wo ich hin muss, aber. Ja, sag mal, also ich bin bei x, also die erste Koordinate ist minus 300. Okay, ich bin mal minus 200, das ist schon mal gut. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann, ja, 30 und minus 1500. Warte. Ey, da bin ich fast. Ja, siehst du, dann sind wir doch nicht so weit voneinander entfernt. In so Ja, einer warte Höhle, mal. ich bin eigentlich schon gut mit Orientierungssinn, aber gerade so Minecraft-Höhlen mit so 15 verschiedenen Möglichkeiten, irgendwo lang zu gehen, da verliert man sich einfach mal. Also minus 300, 1500, da muss ich genau hier Minus durch. 1500, ja. Ja, Also ja. nicht, dass du jetzt Und dich welche Höhe? 3000 Blöcke, 30, 30 oder 30, was? ja. Oh ja, Gravel. Kannst du mal gucken, ob du, wenn du meinen Namen siehst, weil eigentlich sind wir gar nicht so weit entfernt. Oh, hier ist. Oh Mann, da ist überall Gravel. Mann, ich hasse Gravel! Junge, ich komme jetzt einfach hier nicht Egal, du lang, weil wolltest hier auch erst, überall. wolltest du Gravel haben, jetzt bist du mir unzufrieden. Bist du schon Oh, auf Höhe Junge. 31 oder muss ich nach unten gucken oder eher nach oben gucken? Nach unten. Muss hier kurz mal das Gravel-Loch irgendwie ignorieren. Ich Ey, kann Höhle deinen gefunden. Namen nirgends erkennen gerade. Okay, hier ist auf jeden Fall wieder eine Höhle, die du auch noch nicht entdeckt hast, mit Fledermäusen. Aber. Warte, ich guck mal, ob ich hier langkomme. Lapis. Lapis Lazuli. Müsste ja irgendwo. Ich habe auch mega schnell Hunger irgendwie, seitdem wir in der Höhle sind. Ich weiß auch nicht. Hunger habe ich Mal jetzt eigentlich gucken, nicht so geht's oft. Irland? Hast du mitbekommen, was beim Drachenlord passiert ist letztens? Ja, der verkauft doch jetzt sein Haus. Ja, das auch, aber ich meine, da hat eine, also von Drachenlord selber hat gesagt, Bombenanschlag auf ihn, aber es war halt anscheinend ein Polenböller oder so. Und Schon aber auch wieder, eine gibt's auch öfter. Silvesterrakete hat. Also da hat jemand in seinen Garten erst einen Polenböller geschmissen, dann ist halt Drachenlord rausgekommen, hat dann halt seinen Drachenlord-Scheiß gemacht, ey, da haut ab, ne, sowas. Und dann hat einfach jemand eine Silvesterrakete auf dem Boden in seinem Garten gezündet und der ganze Garten stand einfach unter Flammen. Echt? Ja, Junge, da habe ich mir dann auch schon wieder gedacht, so, also auch schon beim Böller, ne, warte aber ganz kurz. Ja, gleich, welche Koordinaten nochmal? Minus 300? minus 300 und minus 1500. Digga, ich bin 60 Blöcke von dir entfernt. Ich weiß gar nicht, warum ich dich überhaupt nicht sehe. Ich habe auch gar keinen Ansatzpunkt von deinem Namen bis jetzt. Welche Höhe bist du? 32? 31, ja. Digga, schon wieder Gravel, Mann, halt dein Maul! Junge! Es nervt aber auch, wenn du es nicht finden willst. Aber da denke ich mir halt echt so, Junge, das geht einfach zu weit. Also das geht viel Ja, zu weit. safe. So, Ja, ja. mal irgendwie einen Witz im Internet machen ist eine Sache, aber sein Haus und fast in Flammen stecken, also der musste dann wirklich sehr händisch seinen Garten wieder austreten. Ja. Junge, der Ja, Mann das hat sind ja eine. generell, da fahren ja auch so Leute hin und wollen ihn irgendwie verprügeln und ja, keine Ahnung, werfen da Sachen aufs Grundstück und so. Also das ist Das ist schon sehr hart. aber Aber auch. Dass denen aber auch nicht mal langweilig wird irgendwann, das verstehe ich Es nicht. sind halt immer andere, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, es sind halt irgendwelche Ja. Halbstarken, die halt denken, oh, ich bin jetzt halt richtig cool, weil ich kann hier jemanden, der kann hier jemanden fertig machen und mich halt cool fühlen. Das sind halt Minderwertigkeitskomplexe so. Ja, ist halt wirklich so, Hey, ne? ich habe die Mine auch gefunden. Okay, aber du bist jetzt wahrscheinlich am anderen Ende oder so, Dann würde wa? ich sagen, wer am meisten findet, ne? Top die fette Grät. Wobei. Mit Thomas Fettscheik. Okay. Ah, ich habe auch direkt eine Truhe gefunden. Ach Ah, komm, mit ich hab Lapis. nichts. Und einen Scheiße. goldenen Apfel, Junge, was geht? Hätte ich mal Und nicht hier so gewartet. Powered Whale. Tja, was hau ich jetzt weg? Ich weiß halt nicht, was wir benötigen. Ich habe extra Pflanzen mitgenommen, weil ich die Pflanzen behalten wollte. So. Aber du kannst übrigens die Spinnenweben mit dem Schwert abbauen, da bekommst du Fäden. Ja, ich weiß. Ich habe hier auch ein Creeper. Nee, warte, hier was? So ein Spawn-Ding. Das kann man nicht abbauen, ne? Spawn-Ding, glaube ich. Ich glaube nicht, nee. Hä, wo bist du denn? Wie groß ist denn das? Wow! Ja, vor allem, als ob wir unseren Namen nicht sehen. Also so gar nicht, hä? Das ist auch riesig, dieses ganze Ding, ne? Also ich habe auch gerade schon wieder drei neue Wege gesehen, wo ich mir denke, hey, wie kann das hier noch in 5
Da auch noch? Junge, es hört einfach nicht auf. Oh, ich habe auch gar nicht mehr so viel zu essen, Mann, das ist auch nicht geil. Ah, da bist du, lol. Wir sind soweit direkt nebeneinander. Ja, also, dass wir uns früher oder später dann treffen, war eigentlich klar, ne? Oh, ich bin fast tot. Gut, dass ich mal auf meinen Lebensbalken gucke, so. Oh, können wir den nicht. Kann ich den nicht einfach anzünden? Die Ups. Spinnenfäden? Was war das? Was ist das? Auch nicht schon wieder diese kleinen Piss-Scheiß-Viecher, Alter. Was ist das? Ich kenne die auch nicht. Ich glaube, das ist immer, wenn ein Creeper explodiert, weil der war eben auch nach einer Creeper-Explosion. Und dabei geht Stein kaputt. Ich glaube, die sind so im Stein irgendwie, sind so Steinwürmer, oder? Digga, es sind einfach zwei Monster-Dinger. Oh, hier ist. Während du hier den fetten Loot machst, muss ich die ganze Zeit gegen Zombies Ja. und Steinwürmer kämpfen. Die Skelette sind auch OP, die haben Aimbot. Hundertprozentig. Oh, Junge. Mann. So, hier habe ich wieder was gefunden. Rails. Beetroot Seeds. Ich weiß gar nicht, was Beetroots sind gerade. Fackeln, ist gut. Kohle, Brote, Nametag. Ah, Nametag kann ich mitnehmen, denke ich mal. Und zweimal Iron. Du kannst die Iron nehmen, wenn du willst, weil ich kann damit gerade nichts anfangen. Ja, kann ich eigentlich gut gebrauchen, aber ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Ich habe dich noch nicht gesehen. Naja, du warst fast bei mir. Also du hättest einfach nur, glaube ich, gerade auslaufen müssen oder um die Ecke oder so. Aber da hinten geht's. Junge, diese Höhe, dieses riesig, dieser Schacht, ne? Ah, Mann. Ah, ich feiere das irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde, das ist am coolsten in Minecraft. Das ist so mein Highlight. Ja, so Sachen entdecken einfach, ne? Ja, aber auch gerade diese Minen. Die sind schon cool, ja. Also ich bin da auch wieder, ich bin da ein bisschen zu lost immer. Ich verliere mich immer in solchen Orten. Nein, Ja, nein, ich nein! auch, aber. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, jetzt muss ich allerdings zu dir laufen. Ah, Und ne, ich hier warst du, bin glaube auch die ich. ganze Zeit fast tot, ey. Ich hatte gerade ein halbes Herz. Ja, wenn du hier stirbst, Alter, komplett RIP jetzt. Ich krieg meine Sachen halt nie wieder. Ach komm, da, als ob man da nicht raufkommt. Okay, komm. Ach, jetzt check ich das. Immer wenn ich was, wenn du Herzen verlierst und dann was isst, dann verlierst du halt voll schnell Hunger, weil der Hunger dann quasi Ja, benutzt ja. wird, um deine Herzen Ja, aufzuladen. genau. Egal, ich finde Ah. hier aber auch eine Truhe nach der anderen, ne? Willst du mich Glowberries, was ist das denn? verarschen? Ich habe noch keine einzige Truhe gefunden. Ich bin die ganze Zeit nur damit beschäftigt, mein eigenes Leben zu schützen. Oh, ich muss auch richtig gucken, was ich mitnehme, Mann. Hier sind zu viele Sachen drin. Ich kann die alle nicht gebrauchen. Jetzt kommt er auch noch mit so Luxusproblemen an, Alter. Wenn ich hier in der Hölle schmore. Aber ich lasse dir was übrig, weil ich kann ja nicht alles mitnehmen, weißt du, deswegen. Oh, da ist noch ein. Also du würdest mir nichts übrig lassen, wenn du Platz hättest, ja? Das habe ich so nicht gesagt. Jeder interpretiert das anders. Okay. Mann, Junge. Ich glaube, wir hätten echt ein Schild machen sollen. Die Leute haben das auch gesagt. Du kannst halt alles ablocken, da macht schon Sinn. Aber. Ich Bro, ich glaube bin schon, real. ja. Aber wir sind halt Oldschooler, ne? Da gab es es halt Naja. damals nicht, ne? Ich weiß nicht, wo du hier Falsch. überall andauernd Kisten findest. Boah, die liegen doch überall rum einfach. Komm, du verarschst mich, Alter. Das ist versteckte Kamera, oder? Du bist nicht mal hier. Du bist nicht mal auf dem Server. Vor allem du hast die gefunden und ich krieg alles. Ja. Du hast ja das Patent drauf geholt, ne? Ah, ich habe wieder eine Truhe gefunden. Digga, du verarschst mich. Laber keinen Scheiß jetzt. Nein, ich glaube, das nächste, was ich. Ja, komm, hier, die goldene Axt ist eh fast weg. Ein Goldapfel. Seeds. Ein Boah, was lasse ich jetzt da, Goldapfel. Digga? Was ich halt auch irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, dass ich dich auch immer noch nicht gefunden habe. Wir haben uns auf jeden Fall einmal gesehen, das weiß ich. Du bist einmal fast an mir vorbeigelaufen. Dann bist du aber irgendwie umgedreht. Okay, hier geht's also auch noch rein. Guck mal, was ist hier? Das Iron will ich eigentlich auch mitnehmen, aber ich habe. Ich wüsste. Wahrscheinlich habe ich irgendwas im Inventar, wo jetzt jeder sagt, ja, das kannst du wegpacken, aber ich weiß nicht. Wie wär's Ich mit weiß dem halt nicht, wie selten Cobblestone? das ist. Rote Tulpen, na ja gut, wie.
Ich glaube, ich behalte das. Ja, rote Tulpen gibt es, glaube ich, sogar bei uns im Wald. Ich glaube auch, aber ich glaube halt nur, ne? Und glauben kannst du in der Kirche. Okay. Ey, Junge, wo kommt. Alter! Ja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Wenn man auf sich alleine gestellt ist. Im Wilden Westen. Oh, ich bin Stufe 28, also wenn wir oben sind, muss ich unbedingt die Sachen leveln. Oh, Creeper. Ja, wir müssen dann auch mal Bücherregale eigentlich mal machen, wa? Dass ja, es ja. auch, dass sich's auch lohnt. Hey, hier war doch gerade eine Spinne, die ist einfach weg, lol. War das irgendwo reingefallen oder so? Ne, da war nichts. Junge, jetzt hängen auch voll viele an der Decke, die buggen da irgendwie voll, ich weiß nicht. Also ich habe immer noch keine einzige Truhe gefunden, auch keine leer Ja, da ist noch ein Spawner, Digga, das ist der fünfte Spawner oder so, den ich entdecke. Was geht denn? Verarschst du mich eigentlich? Digga, entweder bist du in einer anderen, in einer Minenschacht. Mit diesem Skelett. Na, ich glaube, wir sind schon in der gleichen Höhle. Ja, wir müssen. Hast du noch was zu essen eigentlich dabei? Ja, aber nicht mehr viel. Ich habe nämlich gar nichts mehr jetzt, merke ich gerade. Aber ich habe jetzt auch mein Ziel, ich habe nämlich ein Stack Eisen, also meinetwegen können wir auch wieder hoch. Ah, es wäre halt eigentlich dumm, die Mine nicht zu Ende zu looten, ne? Weil wie wahrscheinlich ist es, dass wir die nochmal wiederfinden? Naja, wir wissen die Koordinaten, ne? Das, ja, das hilft auf jeden Fall. Ich bin auch, ich weiß nicht, ich verlaufe mich hier die ganze Zeit. Ich mache einfach immer überall Lichter hin, wo ich war. Dann weiß ich schon, wo ich gewesen bin. Ja, das verwirrt mich jetzt noch mehr. Oh nein. Aber guck mal, wenn du irgendwo Lichter siehst, dann weißt du schon mal, dass du bei mir irgendwo in der Nähe bist, weil da war ich ja dann offensichtlich auch schon. Ja, Digga, ich habe jetzt ein richtiges Problem auch. Du hast Hunger, wa? Nein, nein. Ich habe mich jetzt einfach eingebaut. Ich habe halt, ich habe Hunger, ich habe 1,5 Herzen. Ich habe mich jetzt einfach in so ein Cobblestone-Ding eingebaut. Ich habe 1,5 Herzen und Hunger. Ich verrecke hier. Soll ich mal zu dir kommen? Wäre, glaube ich, ganz gut. Vor allem, es stand einfach gerade noch ein Skelett neben mir, hat mich abgeschossen. Dann habe ich gerade noch diese Wand hingebaut. Und dann hat das einfach der Bogen von dem Skelett durch die Wand durchgeguckt. Du bist in so einer 1x1 großen Höhle. Und auf einmal guckt so der Bogen vom Skelett dich an. Denkst du dir auch, bitte lass den jetzt nicht da durchschießen. Geil, wie sind denn deine Koordinaten, Großer? Hm, dann komme ich dich abholen. Kinderland. So, Papa, minus 250? Warte. Ich gehe erstmal auf minus 250, dann, ja. Dann 36? Ja. Minus 1530. Also was? Minus 1530 auf jeden Fall. So. Ja. Na gut, hier runter glaube ich nicht, aber ich guck mal. Guck mal, ob du meinen Namen siehst. Ich guck mal hier. Ich sehe gerade aktuell gar nichts, weil ich hier wirklich in so einem 1x1-Block mich eingebunden ja, habe. Ja, die Namen siehst du ja trotzdem, also. Irgendwie nicht richtig. Hast du das gehört? Nee. Oh, okay, ist ein Creeper explodiert. Also minus 250 und minus 1530. Hast du das gehört? Nee. Oh doch, jetzt irgendwas. Ja, das war ja jetzt ja nicht ich mehr. Irgendwie mal gegen Holz gehauen auf jeden Fall. Ich glaube, der Skelett ist ein bisschen wütend, dass ich mich jetzt verwandelt habe in einen Stück Stein. Er hat jetzt seine Skelettkollegen geholt. Ich schwöre, der war hier. Okay, ja, solange ich hier eingebuddelt bin. Eine Frage, die wir vielleicht im Podcast, die ich ganz interessant fand, die ich dir auch gerne mal stellen würde. Ich beantworte sie auch gerne zuerst. Und zwar hast du schon mal deine Eltern beklaut. Und man denkt jetzt erstmal eigentlich so, nö, eigentlich nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Geschichte, wo mein Bruder und ich, also beziehungsweise eigentlich sogar mein Bruder, wir haben im Wohnzimmer halt so ein Fach gefunden von unserem Dad, wo er halt so ein bisschen Geld gebunkert hat, ne? Ja. Und mein Bruder hat das gefunden und da war halt relativ viel Geld. Das war sogar noch D-Mark-Zeiten. Ich war da halt wirklich ein kleiner Junge so. Und dann hat er da irgendwie, ich glaube, 30 Mark oder so rausgenommen oder 50. Wo war das nochmal? Also im Wohnzimmer im Schrank links oben. Okay. In so einer kleinen Schatulle, Bro. Und ich habe halt gesehen, wie er das rausgenommen hat. Und dann habe ich Koordinaten. Und dann habe ich ihn erpresst. Warte, minus 250 und minus 1530. Und dann habe ich ihn erpresst und habe gesagt, ich verrate das den Eltern, dass du das Geld da rausgenommen hast. Und dann hat er mir auch 10 Mark gegeben.
von dem Geld, damit ich die Klappe halte. Ja, am nächsten Tag ist unser Papa dann zu uns gekommen und gesagt, ja, das Geld fehlt aus meiner Ding. Er wusste halt, wie viel da drin ist. Und wenn halt der Geld fehlt, wer soll es geklaut haben? Ja. Und dann haben wir richtig Anschiss bekommen. Und das war, ja, da haben wir mal unsere Eltern geklaut. Und einmal noch, als ich so 15, 16 war, habe ich meine Schachtel Zigaretten von meiner Mutter geklaut. Weil die hat immer so Ah, hast Stangen, du geraucht oder was? die hat immer so Stangen gehabt quasi. Und da ist nicht aufgefallen, da liegen halt irgendwie 20 Schachteln Zigaretten, nimmst der eine weg, so. Fällt nicht Ja. auf. Ist auch, glaube ich, nicht aufgefallen. Also meine Mutter, glaube ich, nicht gemerkt. Und das war halt so, ja, Schulhof, ne? Mit 15 haben wir die ersten so gesehen. Ja, guck mal, die in der Klasse über uns, die haben da geraucht. Wollen wir das auch mal probieren? Ja, lass mal probieren. Ja. Aber wo kriegen wir Zigaretten her? Und dann habe ich gesagt, aha, ich weiß genau, wo meine Mutter die bunkert. Und dann habe ich meinen Homies quasi eine Schachtel Zigaretten mitgebracht. Fanden wir aber damals alle wack. Ich habe dann erst 5 Jahre Ja. später richtig angefangen zu rauchen. Bin da, ne? Hast du gesehen? Dir was zu Oh, essen gegeben. hallo. Dann habe ich erst 5 Jahre später dann wirklich angefangen zu rauchen. Ich habe keinen Platz mehr in der Tasche. Weil ich fand Rauchen immer eklig. Also wir hatten bei uns auch immer so eine Raucherecke in der Schule, wo halt alle immer hingegangen sind auf dem Pausenhof. Da bin ich immer mitgegangen, weil alle meine Freunde haben irgendwie immer geraucht. Aber ich habe nie selber angefangen. Ich weiß nicht, ich fand das immer zu eklig irgendwie. Aber ich feiere auch den Geschmack einfach gar nicht so. Ich weiß nicht, bin ich null drin. Ja, ich habe jetzt auch wieder aufgehört zu rauchen. Also ich kiffe ja nur noch. Deutlich besser, Jungs. Deutlich, deutlich besser. Aber ich verstehe es eigentlich auch nicht, warum ich es gemacht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe mich selber nicht. Weil ich habe es geraucht, aber ich fand es immer eklig. So, aber das ist so eine Sucht einfach. Es ist wirklich, Na. man kann das gar nicht so richtig beschreiben, warum man das jetzt macht. Ich mochte aber auch immer den sozialen Aspekt von Rauchen. Also im Sinne von, du stehst mit Ja, deinen Kollegen man hat auch draußen. sofort so Themen irgendwie, ne? Wenn du, jo, hast du meine Zigarette, so, du bist halt sofort so connected irgendwie, ne? Ist schon so. Ja, du hast halt einfach direkt einen guten Aufhänger für Smalltalk und so. Und dann, Ja. ich habe schon wirklich, gerade jetzt, also ich arbeite jetzt nicht mehr Leiharbeit, deswegen habe ich jetzt auch aufgehört quasi, weil da habe ich noch geraucht. Und da war es halt immer nice, so mit den Kollegen draußen, ein bisschen quatschen, so, was ging bei euch so die Woche, was ging bei Du kannst euch. halt immer Pause machen, ohne dass sich wer beschweren kann irgendwie, ne? Ja, so kann man es auch interpretieren, ja. Aber ich habe jetzt auch gesagt, ich will jetzt wieder richtig damit aufhören. Also, weil Rauchen ist schon wirklich albern. Das ist einfach albern. Albern, Digga. Was machst du da? Ist ja albern. Ja, ich habe das auch. Ich Das habe es auch nicht kostet. verstanden, warum man überhaupt braucht. Weil es kostet halt einfach Geld. Du hast ja nicht mal einen Rausch. Weißt du, jetzt so bei Gras oder so hast du ja so einen richtigen Rausch. Und bei Zigaretten machst du ja. Du brauchst ja nur Nikotin. Das braucht dein Körper ja einfach so. Ne? Es ist ja Ja. nicht so, dass du jetzt high bist dann oder so. Ich meine, du Sondern. stinkst, du machst deinen Ja. Körper damit kaputt, du wirst wahrscheinlich an einem relativ qualvollen Tod sterben irgendwann mal, gibst dafür noch haufenweise Geld aus. So, irgendwie, weiß ich nicht, wieso hat sich Rauchen eigentlich durchgesetzt? Gute Frage eigentlich, ne? Warum machen das so viele? Das ist echt. Vor allem, da frage ich mich auch, das ist wieder so ein Ding, das muss ja irgendjemand mal zum ersten Mal gemacht haben und sich gedacht haben, ja geil, Alter. Ich glaube, früher war das halt was für reiche Leute, ne? Aber wie ist man überhaupt darauf gekommen zu rauchen? So, oh, da wächst eine Pflanze, lass die mal rauchen, oder? Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert, ja. Das ist, glaube ich, so eine Hexe mit so einem dreieckigen Hut, mit so einem dreistöckigen Hut. Ja, es kann sein. Schaffe ich die mit dem Eisenschwert? Oh, Junge, Junge, Boah. Junge, die hat mich vergiftet! Grab dich dann einfach rein, dann geht's. Ja, weiß ich, von mir aus können wir auch hoch, weil ich habe jetzt auch eigentlich alles. Ich denke mal. Falle ich jetzt wieder auf einen Stern runter? Auf ein Leben? Ja. Solange wie du halt vergiftet bist, verlierst du Leben, ne? Bis zum halben Herz. Oh nein. Also chill am besten ein bisschen. Ach ja, um aber nochmal zur Frage zurückzukommen, ob ich meine Eltern jemals beklaut habe. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube tatsächlich nicht, lustigerweise. Ich überlege gerade, aber. Fällt mir jetzt echt nicht ein. Auch Ganz nicht schön mal so komisch. Kleinigkeiten oder so? Ich überlege gerade. Keine Ahnung, vielleicht, ja, weil, weiß ich mal, was weggegessen oder so, ne? Weil, wenn, sagen wir mal, meine Mutter hat sich jetzt eine Tafel Schokolade geholt und ich dachte so, oh ja, dann esse ich die halt, aber es ist ja nicht klauen in dem Sinne halt, ne? Ja. Ne, ich glaube tatsächlich nicht, lustigerweise. Bei Krass. uns Niemals. in der Grundschule gab es auch mal so zwei Kumpels, die waren so Best Friends und so weiter. Und die haben sich irgendwann mal zerstritten. Das weiß ich irgendwie komischerweise auch noch. Grundschule einfach, so eine Grundschulgeschichte. Und die haben sich irgendwann mal zerstritten, weil der eine war beim anderen zu Gast halt. Also Kinder besuchen sich halt und spielen miteinander. Und der zu Gast war, hat einfach vom Vater aus dem Geldbeutel Geld rausgenommen. Einfach Junge, so ein was? Achtjähriger oder so. Und das Ding ist, Ja. erst hat natürlich der Sohn Ärger bekommen, weil er nicht wusste, dass es der Gast geklaut hat. Und dann ist er halt irgendwann aufgeflogen so. Und Geil. irgendwie ist es in meinem Kopf, hat sich diese Story so Ja. eingebrannt. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, habe ich aber auch irgendwie so, ne, dass du manche Geschichten so aus deiner Kindheit hast, die so überhaupt keinen Sinn machen, dass du die noch weißt, aber irgendwie hat sich das, der Kopf so gedacht, ja doch, das ist jetzt wichtig. Kernerinnerung. Was ist deine jüngste Erinnerung? Ich glaube, wo ich im Kindergarten war, auf jeden Fall. Beziehungsweise deine älteste Erinnerung muss es ja heißen, weil deine jüngste wäre deine aktuellste Erinnerung. Ja. Ich glaube, im Kindergarten oder so, wo wir mal hingelegt wurden, ich glaube, da war ich 5 oder so, habe ich zu einem da irgendwie gesagt, ja, komm mal rüber an mein Bett, weil ich noch spielen wollte. Und er Ja. meinte so, ja, komm du doch rüber. Und dann dachte ich so, ja, es ist mir zu gefährlich, falls ihr jetzt hierhin hinkommt, habt dann geschlafen. Ich glaube, das ist so. Ich habe was richtig Weirdes. Es ist sogar richtig weird. Ja, wollen wir uns hochbuddeln eigentlich, Ich bin schon oder? dabei. Oh, gut. Und zwar wusste ich einfach in dem Raum, in dem ich geboren wurde, welche Fliesen da waren. An der Wand. Okay. So, und ich hatte das irgendwie so immer als Erinnerung in meinem Kopf. Und irgendwann dachte ich mir so, ich frage jetzt mal meine Mom. So, weil die muss es ja eigentlich wissen, so. Und da habe ich ihr so geschrieben, ja, da waren so blaue, weiß, abwechselnd Fliesen. So, ne? Und die guckt mich so an, ganz verdutzt, und denkt so, hä? Woher weißt du das? Und ich weiß auch nicht, warum ich das weiß, aber ich habe irgendwie dieses Bild im Kopf. Das ist komplett absurd, weil man kann sich ja eigentlich nicht an seine Geburt erinnern. Das Ja. menschliche Gehirn ist nicht dazu in der Lage. Und ich weiß echt nicht, wo das herkommt. Ja, vielleicht hast du es mal unterbewusst aufgenommen, ne? Wenn du irgendwie mal so ein Bild gesehen hast vom Krankenhaus oder so, zum Beispiel in der Zeitung, Ja, sowas war auch mein, beispielsweise, dass du. das wäre auch meine Vermutung, dass es irgendwie sowas damit zu tun haben muss. Aber das Meine ist Geburt weird. kann ich mich Aber glücklicherweise meine. nicht erinnern. Ja, also ich an die Geburt selber auch nicht, aber nur an die Fliesen irgendwie. Aber die erste richtige Erinnerung ist, wir waren immer damals als Kinder in so, glaube ich, war das Kroatien oder so, und da gab es immer so einen Spielpark. Da waren dann so Go-Kart-Bahnen für Kinder und so Wasserrutschen, und das war so ein richtiger Spielpark einfach für Kinder. Das war immer mega nice. Und da sind wir mit so kleinen Autoscooter-mäßigen Dingern rumgefahren. Das habe ich irgendwie komischerweise in Erinnerung. Wie ich Ja. mit meinem Bruder zusammen einen Autoscooter gefahren bin, aber so Kinder-Autoscooter halt, ne? Das ist meine allererste Erinnerung. Boah, ja, bei mir war das das, was ich gerade gesagt habe. Im Kindergarten habe ich auf jeden Fall. Vor allem, wir hatten da auch im Kindergarten irgendwie. Wir hatten irgendwie so neuen Sand bekommen und da gab es irgendwie so eine Sandkiste mit Alpensand und Sandkiste mit neuem Sand. Und das Okay. durfte man halt nicht mischen. Und irgendwann habe ich dann so alten Sand genommen, in diesen, so einen Bagger, den man fahren konnte. Ja. Die Erzieherin mich so gefragt, da habe ich so gesagt, ja, wer will Sand? Und die so, ja, ist das alter oder neuer Sand? Ich so, ja, neu. Und dann so, ja, das glaube ich aber nicht. Ah, er hat mich nochmal outplayed hier. Der Okay, Austricksende. keine Ahnung, wo wir sind, Digga. Könnte ja auch bald Noahs erste Erinnerung auch irgendwann passieren, so, ne? Ist auch irgendwie Ja. komisch oder weird, drüber nachzudenken, dass einfach alles, was jetzt passiert ist, wird er einfach alles vergessen haben. Also Ja, Mann, klar, habe mit ich mir auch Bildern mal und so so, gedacht. aber es ist irgendwie Na ein gut, bisschen ja, weird man zu hat ja, drüber also, ja, der, also der Charakter entwickelt sich natürlich, ne? Also, wenn ich ihn jetzt immer schlage, dann hat er halt, also weiß er es vielleicht nicht, aber ist dann halt vom Charakter her einfach vielleicht schüchtern oder hat Angst, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten oder so, sowas ja schon, aber klar, er Ja, weiß auf es jeden einfach Fall, nicht ja. so. Also ich will damit nicht sagen, es ist jetzt egal, was du mit deinem Kind machst, sperr es Ja, in die ja. Absperrkammer. So, aber es wird sich halt an nichts erinnern, aber wie du sagst, Einflüsse halt sehr viel. Gerade Ja. dem Alter, glaube ich, extrem stark. Ja. Okay, also ich habe jetzt was wiedergefunden, was so aus, also wo ich weiß, dass wir das kennen. Also wir sind irgendwo bei uns in der Nähe, aber Ich glaube, ich weiß, keine wo wir Ahnung, wo wir sind. genau sind. Oder? Müssen wir nicht Oh, ich einfach. hab. Ja, Mann, ich bin wieder da. Ich Lol. glaube, wir müssen einfach nur dahinter, oder? Na, ich bin wieder zu Hause. Ich weiß nicht, wo du bist, Bro. Ich bin, glaube ich, in der Nähe. Ich glaube, ich komme jetzt auch mal zurück, weil die Sonne geht schon gleich unter, bevor es dunkel ist. Naja, ein bisschen Zeit hast du noch, ne? Warte mal, hier ist auf jeden Fall ein Fluss. Fluss ist doch schon mal gut. Aber was du mit Beklauen hast, ist mir auch eine Sache eingefallen. Ich habe eine Halbschwester und die wohnt auch in Salzgitter. Und die ist mal einfach zum Essen zu uns gekommen. Die wusste halt, wann ich Schulschluss habe und meine Mutter hat natürlich halt immer gekocht. Und da ist meine Schwester halt gekommen und meinte so, ja, kann ich mitessen, bla bla bla. Was sie natürlich dann auch gemacht hat. Da hat sie einfach gesagt, dass sie sich ein Glas holt, weil meine Mutter immer da bei den Gläsern halt ihr Portemonnaie hingelegt hat. Und dann hat die einfach auch sich 20 Euro geklaut davon. Ehrlich? Oh Gott. Ja, Mann. So, wo ich mir auch so denke, WTF, weil meine Mutter hat auch so gesagt, die hätte doch einfach fragen können, so, ne? Die unterstützt die natürlich. Und nö, die hat einfach Ja. geklaut, Digga. Fand ich auch schon krass irgendwie. Wenn du so die eigenen Eltern bestiehlst, finde ich schon krass auf jeden Fall. Also. Ja. Vor allem so in einem ganz bewussten Ding. Also das, was ich damals hatte, das war halt so dumme Kinderaktion, weißt du? Ja. Aber so ganz bewusst sich zu sagen, ich will mich jetzt bereichern an meinen Eltern. Na, kritisch. Entweder habe ich gerade ein Ja. neues Dorf gefunden,
Hat, doch, ich habe, glaube ich, ein neues Dorf gefunden. Noch eins. Ich glaube, es ist nicht das gleiche von was wir schon mal hatten. Ja, Digga, das ist ein neues Dorf. Als ob. Ja, ich weiß aber nicht, wo ich bin. Geil. Ach, oder? Ist hier unten? Nee. Müssen wir herkommen? Ich mache gerade mein Haus. Ich kann aber gleich mal kurz vorbeischauen. Ich weiß halt auch immer nicht, ein Dorf fühlt sich immer erstmal gut an zu finden, aber hier gibt es keinen Loot oder so, ne? Ja, doch, ja, dann habe ich natürlich noch mehr Bock zu kommen, also dann bin ich doch direkt. Doch, unterwegs. Hier ist eine Kiste, aber da ist nur ein Ei drin. Ein einziges Ei. Die Gönner. Na komm, das könnt ihr behalten, euer Ei. Viel Spaß mit eurem Ei. Das ist so ein heiliges Ei für die oder so. Oh ja! Digga, ich habe wieder goldene Betten. Goldene Betten? Ja, gelb, aber die sehen, finde ich, finde, die sehen gold aus. Ach so. Schmeiß ich jetzt dafür weg? Oh. Dripstone-Block, ich habe auch Dripstone. Goldnugget? Feder. Goldnugget, ist das wertvoll? Nee, ist halt, du brauchst halt 9 Goldnuggets für einen Goldblock, ne? Bin ich jetzt dumm? Ist das das gleiche Dorf oder nicht? Weil, wenn das das gleiche Dorf wäre, dann müsste ich doch hier zurückkommen, oder? Aber wir hätten doch auch die ganzen Betten abgebaut. Kannst du mir mal die Koordinaten vom Dorf geben? Dann versuche ich mal zurückzufinden. Also ich bin bei 33 minus 1440. Okay, dann bin ich echt weit weg. Ja, hast aber echt ein neues Dorf gefunden, war anscheinend. Ja. Oh nein. Ich habe schon wieder Hunger. Habt ihr irgendwo was zu essen, Jungs? Können wir schlafen? Es ist mitten am Tag, Bro. Ach so. Ja, keine Ahnung, man soll doch auch tagsüber schlafen können, oder? Ne, ist immer nur nachts. Aber gibt's nicht auch immer so, haben die nicht auch immer so ein Feld irgendwo in so einem Dorf? Die meisten, ja, aber halt nicht alle, ne? Ich glaube, die haben hier sowas nicht. Ich glaube, die leben von Luft und Liebe hier. So. Boah, Junge! Was bist du denn für ein krasser? Der hat eine richtig geile Rüstung an, der Typ. Da hat auch einen Zaubertisch hier rumstehen. Sorry, dich nerv ich mal lieber nicht. Noch ein kranker Typ. Der tauscht Papier gegen Emerald und Emerald gegen Buchregal. Okay, leider bist du zu weit weg. Ich glaube, Bücherregale können wir auch selber herstellen. Also, das ist jetzt nicht das, was wir unbedingt brauchen. Ja, aber vor allem Emeralds. Also, ich glaube, Emerald ist mehr wert als ein Bücherregal, oder? Kommt halt drauf an, ne? Die Emeralds, damit kannst du halt nur tauschen, ne? Also, musst du ja dann quasi für dich entscheiden, was jetzt mehr Wert für dich hat. Antika kann man nur tauschen. Okay, ja, okay. Ja gut, irgendwas musst du dann damit kaufen. Ich meine, dass es nur die Währung ist für die Dorfbewohner, damit du mit denen handeln kannst. Ja, okay. Aber irgendwann, sag mal so, irgendwas musst du ja damit dann kaufen. Weil das ist ja wie, keine Ahnung, du kannst unendlich viel Geld haben, aber du kannst Geld ja nicht essen. Also du musst ja davon irgendwann schon mal was zu essen kaufen. Ja. Ja, das Dorf war jetzt aber auch nicht so der Brüller. Also war jetzt kein knacker Loot oder so, die haben auch kein Feld. Haben die denn wenigstens irgendwo einen Ofen? Hat irgendeiner von euch einen Ofen? So, du müsst auch langsam, je nachdem, wo du dich halt ausloggen willst, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, weil ich muss ja leider bald schon los. Achso, wegen Noah, ne? Ja, gut, ich... Naja, von heute ist ein stressiger Tag, meine Freunde. Viel zu tun. Viel zu tun. Wir können einfach hier ausloggen, oder? Du kannst ausloggen, wo du möchtest, ja. Ich habe auf jeden Fall schon angefangen, Feld zu bauen. Bitte, jetzt bin ich motiviert gerade wieder, weil jetzt habe ich was zu tun. Aber war doch eine gute Folge. Wir haben auf jeden Fall heute gut was geschafft, würde ich sagen. Ja, eine Mine entdeckt. Dreimal fast gestorben oder so. Naja, du zumindest. Ja, irgendwie bin da nur ich irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst, dass du da dem entkommst. Ja gut, ich habe aber auch ein Diamantschwert. Also ich tue da auch eigentlich alles. Also. Das ist natürlich ein gewisser Vorteil, den du da mit dir hast.
Okay, ja, meinetwegen dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ich muss. Ja, Dann dann mache haben ich wir das nächste nächstes Mal Folge auch mit noch ihm. genug zu tun. Das Dorf hier noch ganz erkunden. Ja. Wieder zurückfinden. Und ich gucke dann Und. lieber online nochmal, wie das mit dem Feld ist, weil ich glaube, das ist zu nah aneinander. Da kann man, glaube ich, noch mehr rausholen. Vor allem am Anfang der Folge habe ich noch gesagt, der Plan für diese Folge ist, dass ich mein Haus fertig mache und ein bisschen Einrichtung. Ich habe nichts dessen von ihm gemacht. Ja. Na, machst du Geil, nichts. ey. Ja, dann Ja. würde ich sagen, Okay, danke, meine dass ihr Freunde. Dann, ja, dann wieder würde ich auch eingeschaltet habt. sagen, Dankeschön, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schaut gerne in der nächsten Folge vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, KFX, thanks, bye. bye.